Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich denke, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ne? Wir hätten genauso gut einen Punkt holen können oder das Spiel auch gewinnen. Ne? Leipzig war für mich jetzt nicht die Übermannschaft. Die haben eine sehr gute Mannschaft, wenn ich überlege, wie viel Geld die da auch reingesteckt haben. Von daher muss ich sagen, muss man das positiv mitnehmen. Allerdings ist es dann irgendwo auch ärgerlich, ne, dass man dann verliert und gar nichts mitgenommen hat, weil ich denke, es wäre verdient gewesen. Ja, also wir fühlen uns unheimlich wohl hier. Das ist jetzt auch die Station, an der ich jetzt am längsten war. Ne? Irgendwo fühlt man sich da mittlerweile schon verwurzelt. Ne? Gerade wenn beide Kinder hier geboren sind. Ne? Der Ältere, der geht jetzt in den Kindergarten. Ne? Insofern ist es schon, gerade auch für die Kinder, halt ist ein Stück Heimat auf jeden Fall. Ist für mich momentan so ein bisschen eine Wundertüte. Hatte ich ehrlich gesagt weiter oben erwartet. Ne? Aber so wirklich konstant waren die auch nicht in der Saison. Ne? Ich glaube, ist auf jeden Fall was machbar. Wird mit Sicherheit ein hitziges und ein wichtiges Spiel werden. Ne? Und die Stimmung wird auch mit Sicherheit toll sein. Aber es ist auf jeden Fall, wie in allen anderen Spielen bisher, denke ich, dass für uns auf jeden Fall was drin ist. Ach, eigentlich nicht wirklich. Ne? Also damals, als ich noch jünger war, muss ich sagen, bei der WM 90 fand ich Lothar Matthäus einfach super. Ne? Da hat er eine tolle WM gespielt. Gerade diese WM ist mir unheimlich präsent. Ne? Ich glaube, da habe ich alles mitbekommen. Ne? Und es war eine unheimlich tolle Weltmeisterschaft. Ne? Und von daher wird mir der jetzt als allererstes einfallen. Ne? Aber ich fand auch den brasilianischen Ronaldo damals ganz toll. Der hat auch eine tolle Zeit gehabt. Ne? Und ja, gibt auch viele tolle Fußballer. Ne? Zidane 98, den ich überragend fand. Ne? Aber so richtig als Vorbild, wo man dann sagt, man schaut sich da irgendwas ab, nicht. Aber die hat man unheimlich gern gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ne? War mal im letzten Zweitliga-Jahr dann schon mal dort. Ne? Dann war ich das erste Mal dort. Muss ich sagen, sehr beeindruckende Atmosphäre dort gewesen. Ne? Leider hatten wir da nicht so ein glückliches Ende. Hoffe natürlich, dass es diesmal anders läuft. Es hat sich eigentlich so ergeben. Ne? Ich habe es dann irgendwann bekommen. Ich glaube, das war dann meine Station Kaiserslautern. Da hatte ich die irgendwie zugewiesen bekommen. Und irgendwie habe ich mich wohl gefühlt. Es lief gut. Wir sind damals aufgestiegen in die erste Liga. Ich bin vielleicht nicht der klassische abergläubische Typ, ne? Aber so ein bisschen spielt es manchmal doch mit. Ne? Also so eine gewisse Rituale hat man dann unterbewusst, die da mitlaufen. Und ich glaube, da gehört das Trikot auf jeden Fall auch mit dazu. Ja, also ich muss sagen, in unserem Stadion, Schüko Arena, fühle ich mich unheimlich wohl. Es ist meine fünfte Saison da. Ich freue mich auf jedes Spiel. Natürlich, klar, ist am schönsten, wenn es irgendwo ausverkauft ist. Ne? Das sind die ganz besonderen Spiele. Aber ich finde, wir haben hier eine tolle Atmosphäre und ist was absolut Besonderes. Und für mich als Pfälzer natürlich auch der Betzenberg. Wobei ich sage, wenn da 20.000, 25.000 Zuschauer sind, dann kommt die Stimmung auch da nicht so rüber. Ne? Da gehen insgesamt 50.000 rein. Ne? Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sind das so die zwei Stadien, denen ich mich da so am wohlsten fühle. Ja, wenn wir Fußball, Tennis spielen, gibt es die eine oder andere Möglichkeit. Oder hatten wir jetzt gerade letzte Woche die Situation, da hatte ich nochmal angesetzt kurz und hatte ja am Vortag noch so eine leichte Steißbeinbrellung und dann habe ich mitten in der Flugeinlage habe ich gemerkt, ich lasse es besser und habe nochmal abgebremst. Ne? Und das, ich glaube, das sah dann ein bisschen lustig aus für die anderen und deswegen hatte ich das auch aufgeschrieben. Spontan wird mir jetzt einfallen, dass ich mir nicht mehr so den großen Kopf mache, ne? Dass ich da ein bisschen entspannter bin, ne? Dass ich ungefähr paar Dinge schon im Vorfeld irgendwo erkennen kann, wie was läuft, ne? Dass man einfach ein bisschen ruhiger wird mit der Zeit, ne? Und sich ja vielleicht auch nicht zu sehr verkrampft. Ne? Und ich glaube, das ist so die Erfahrung, die man mitnimmt in 10 Jahren. Das wird mir jetzt so spontan einfallen, dass ich mich da diesbezüglich schon verändert habe. Ja, gute Frage. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, in welche Richtung es genau gehen soll. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, irgendwo dem Fußball irgendwo treu zu bleiben. Von daher da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Ich bereite mich da mal auf alles vor, habe mich jetzt dafür für ein Referendariat mal vorsichtshalber beworben, solange ich noch nicht weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Ne? Von daher, da bin ich noch nicht so ganz festgelegt. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.